Herzlich willkommen zu der deutschen Übersetzung. Und wir steigen jetzt gleich rein. Guten Tag, ich bin Will und ich bin ein Student, der ehemalige Student der Universität Washington. Und ich habe die letzten Abende in Herbste in Pyongyang für Computer gemacht. Ich habe einen kurzen Vortrag letztes Jahr gehalten, aber ich habe relativ wenig darüber gesagt, weil viele politische Meinungen darüber existieren und viele Sachen werden einfach in der großen Erzählung unter und da kann ich wenig drüber sagen. Es geht nichts um Sachen, sondern es geht alles darum, was habe ich gesehen, als ich da war, was an die Schüler, die ich was beigebracht habe und was waren da an Geräten, an Handys oder Laptops, wie war die Technologie da? Das war der Campus, bei dem ich gelernt habe, das ist die Pyongyang Universität von Science und Technik, immer noch ein Teil von Pyongyang, aber in der Außenzeit. Das große Gebäude ist das akademische Gebäude, die beiden kleineren sind Klassenräume und das kleinere Gebäude daneben ist die Cafeteria, die Bücherei und eine Versammlungshalle. Und außerhalb des Bildes sind noch Schlafräume. Die Schüler und die Professoren lebten auf dem Campus. So, at this point, I'm probably wenn wir ein Gespräch hätten, würdet ihr jetzt fragen, warum warst du da? Wie sind Amerikaner da hingekommen? Also ich habe ein Video online gesehen, über diese Universität, dass diese Universität erstellt wurde oder begonnen wurde und ich habe eine Mail geschrieben, hallo, ich würde da gerne was beibringen. Ich bin immer noch nicht sicher, wie das laufen soll. Da habe ich dann Betriebssysteme für Schüler beigebracht, also Windows, Android und auch eine Einführung in Datenbanken mit den grundlegenden Eigenschaften von SQL. Und die haben Spaß gemacht. Okay, das ist das Labor, in dem ich beigebracht habe. Wir hatten auch ein Klassenzimmer. Und das hier ist wie meine Schüler, die Betriebssystem Klassen gemacht haben. Also es gab Computer und sie wussten, wie man damit umgeht. Also das war ein guter Anfang. Der andere interessante Teil war, dass es zwei Reihen mit je 16 Computern sind. Wir sind miteinander verbunden, aber nicht mit irgendwas anderes. So, diese Schüler hatten keinen Zugang zum Internet. Das meiste, was sie gelernt haben, war durch Bücher. Und also war das eine interessante Herausforderung. Okay. Ich glaube, das sind so drei Segmente. Das erste Teil ist das Netzwerk und der Zugang zu dem Netzwerk, Intranet, wie das aussah. Dann, wie ist das mit dem Red Star OS? What's the deal with cell phones? Und was ist mit Mobiltelefonen? So surprisingly, I had internet access. Überraschenderweise hatte ich Internetzugang. Es gibt so zwei große Leute in der Internetindustrie in Pyongyang. They're both joint ventures with foreign companies. Arbeiten beide mit anderen Firmen zusammen, also das Gebäude. That's the older iteration of it, but currently that's called Star Joint Venture Corporation. Das ist das ältere Gebäude, das nennt sich Star Joint Venture. Das ist die Thailand, und eine Firma, die in Thailand basiert ist. Und die haben die Netzwerkkabel in die Firma, also die haben die physikalische Verbindung. Die Pyongyang mit einer ESP. Und von dort führte eine Leitung zu unserem Campus, wo wir den Zugang bekommen haben. Und ein paar Sachen sind interessant. Erstens, ich hatte Zugang und der war nicht gefiltert. Weder bei China noch bei Pyongyang. Aber da war ein Proxy, durch den ich gehen musste. Der war außerhalb des Campus. Das heißt, alle Anfragen wurden authentifiziert. Das ist ein Squid SSHD Proxy, das ist mit der N-Proxy Authentication Header. Das heißt, die wussten genau, was die Leute mit meinem Benutzernamen und Passwort gemacht haben. Die DPRK, die Untergraduierten hatten keinen Zugang, aber die Älteren hatten Zugang, aber die hatten einen Filter, aber ich weiß nicht genau, wie der funktioniert hat. So in addition to that, and they had to go to a special room. Sie mussten in einen besonderen Raum gehen.
library area, in der Büchereibereich, da war einer, der aufgepasst hat, was auf dem Computer gemacht wurde. Die andere große Firma ist Corelink mit Orascom, einer ägyptischen Firma. They provide the mobile service. Und die haben Mobilfunk. Die machen die SIM-Karten und mit Telefon oder 3G-Daten. Ich habe das nicht gemacht, weil es recht teuer ist. 80 Euro Setup für Voice oder zusätzliche 120 für Daten, die 50 Megabyte pro Monat gebracht haben. Nicht ganz das, was wir wollen, aber I guess I would say Internet. Der war so bereit. Power less reliable. So war zu verlässig, aber das Strom weniger. Intermittent power. Es sind nice to still have some connectivity. Nicht durchgängiges Strom hat, dann hast du aber wenigstens ab und zu mal so hast du wenigstens zulässig Internet gehabt. Also ich hatte Zugang. So there's this intranet thing. Und das ist dieses Intranet-Ding. There was not intranet at our campus. Also auf unserem Campus war kein Intranet. They did not like to have physical locations. Das mochte keiner. Also es wollte, die wollten nicht, dass physikalische Regionen haben. Und wir haben Kim Il-sung Universität besucht. Das ist eine der großen Universitäten. Da werden auch viele der Tourgruppen gehen. Da kann man sehen. Also da gibt es diese Bilder, wo Leute vor dem Computer sitzen und keiner weiß, wie man damit umgeht. Die sind vom Kwangmyang Internationalen Internet. Da gibt es vielleicht irgendwie 3.000 bis 5.000 Seiten. Schüler sagten, die meisten Firmen, die Kommunikation hatten, die hatten eine Internetseite und E-Mail dazu. Interessanterweise, was man hier sehen kann, ist, wenn das XP-Terminal in der Bücherei ist. Nein, ein DNS. Klein. lab.something.edu.kp and it's not a DNS record that exists on the public internet. Und das ist ein Domain Name Server Record, der nicht im öffentlichen Netzwerk ist. Sie haben ihre eigenen Domain Name Servers und Poster, die das zeigen. Die ganzen neuen Top-Level-Domains, die wir nicht kennen, die sind dort. Wir benutzen sie. Die werden .web or .recreational or something. So I didn't get that much access to it. The students all knew. Also ich hatte nicht sonderlich viel Zugriff dazu. Die Schüler an Universitäten hatten Zugang zum Intranet. Und hatten mehr Zugang als wir, wo bei uns gar kein Zugriff zum Intranet ist. Vielleicht hatten die eher gewollt, dass man zu diesen Intranet-Schulen ging und nicht zu einer, wo die Internet hat. Okay. Und wenn man keinen Zugang zum Internet hat, wie kriegt man neue Informationen? Es scheint eine Government Agency zu sein, die hingegangen ist und die Internetseiten oder Papers, die im Internet verhältlich waren, für die Leute runtergeladen haben und dort auf entsprechende Seiten gestellt haben. Das heißt Internet nach Anfragen. Okay, cool. Also Computer, die Studenten hatten natürlich Computer, die Laptops. Ein paar von meinen Studenten hatten natürlich eigene Laptops, die sie mitgebracht haben, die hatten Windows XP drauf. Wir sind auch zu einem Shoppingcenter gegangen und die hatten ein paar Computer, die generell Windows hatten, meistens von China importiert, chinesische Marken, ja, je nachdem, was da war, was billig war. Niemand hat wirklich Red Star verwendet, dieses komische, mythische Ding. Red Star wurde von KCC gemacht, der koreanische Rechenzentrum, von der Pyongyang Informationszentrum. Mein Gefühl war, dass es hauptsächlich für industrielle Prozesse verwendet wird, wo eine andere Entität geht zu KCC und sagt, wir brauchen Software und KCC macht dann für die Software und das wird dann mit Redstar gemacht. Und das so programmieren sie. Aber für Endbenutzer wird das nicht verwendet. Aber es existiert. Das letzte Version sieht aus wie ein Mac. Sehr aus wie ein Mac. Sieht sehr aus wie ein Mac. So, hier sind zwei interessante Sachen. Erstens ist es lokalisiert. Das heißt, das kannst du verwenden, ohne Englisch zu verwenden. Wunderbar.
also sehr, sehr prominenten Eingabemöglichkeit, die ich nicht loswerden konnte. Und du kriegst kein Root. By default on the install, you can't per Default kann man gar nicht sudoen. So I've got a demo. Ich habe hier eine Demo. Login. Ich kann einmal einloggen. It's a little bit slow. Ist etwas langsam. So, let's see. We'll start the terminal. Lass uns das Terminal starten. Das ist die andere Sache, die vielleicht mal interessant ist. Da sind ein paar Sachen. Okay, wir haben hier eine Menge Anwendungen. Ein paar von denen sind ganz klar geskinned und sind Applikationen, die wir schon kennen. Andere sind ganz klar per Hand gemacht. Zum Beispiel, wir schauen uns das Root an. Ah, looks, sieht aus wie ein Unix, aber es gibt keinen Apps-Folder. Ist nicht so normal. Oh. And in there we und in dieser Folder gibt es so jede Menge .app Subfolder und da drin QuickTime gibt es einen Contents und dann gibt es einen Red Star Subfolder für ein Binary. Tja, also jemand hat sich Mac OS 10 gemacht und hat und ihm wurde gesagt, ja, mach was, was so genauso aussieht und funktioniert genau so. Ah, ist ziemlich cool, muss ich sagen. So one, like, yeah, we can look through. Wir können uns das mal durchschauen. Eine Application, die mir interessant ist, ist die Utility, die ich noch nicht vorher gesehen habe. Und die sagt, ja, kann man nicht verwenden, wenn man nicht root ist. Ist interessant, weil man nicht root bekommen kann. Aber glücklicherweise bin ich in einer VM, deswegen kann ich mich root machen, deswegen habe ich das tun können. Und wie man sieht, ist, sehen wir in einem Moment, erlaubt mir, verschlüsselte Disks zu machen. Wurde also ist drin, aber kann man nicht einfach verwenden. It's thinking. Ja, es überlegt gerade. Well, that wasn't what I wanted to show. Na, das wollte ich nicht zeigen. What I was going to show is that it was using AES. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass es AES verwendet, was ziemlich interessant ist. Okay. Something's happening. Irgendwas passiert gerade. Okay. Okay. So, also. Ich werde jetzt was anderes zeigen. Es gibt einen Webbrowser. Der sieht ziemlich ähnlich aus. Okay. Ninaro ist Firefox, aber in einem anderen Namen. Aber es hat besondere Bookmarks. Also hier seht ihr Firefox. Nein, ich will es nicht, wenn es Default Browser ist. Hier sieht man, verwendet es eine interne IPs, die normalerweise nicht funktionieren. Ein paar von denen sind per Hand eingestellt, andere sind automatisch. Ah, hier sind wir. Except don't let me make it. Es geht nicht weiter hier. Aha. So I can look and I can ich kann mir irgendwas Passwort und ich kann einen Algorithmus auswählen, eine besondere verschlüsselte Disk. Aha. Hat diese Security drin. If you want an encrypted disk, wenn du es verschlüsselte Disk brauchst, if you want an encrypted disk that you know the NSA hasn't done anything. Von denen zu der NSA nichts getan hat, an denen dann hier schaut her. So the last part is. Ja, der letzte Teil geht über Mobiltelefongeschichten. They've got a lot of Android.
Die benutzen ein viel Android. Es gibt viele ältere Android-Geräte und die neueren, an denen sie arbeiten, sind auch Android-basiert. Das ist die Oriron-Telefon, die letztes Jahr rauskam. Es wurden $600 dafür, so am Anfang, was einiges ist. Ich weiß nicht, wer es gekauft hat. Aber es ist da und es läuft Android drauf. Ich habe ein Tablet gekauft. Es ist ein Tablet. It's party pieces that it has analog TV. Es hat analog TV im Fernsehen drin, was recht cool ist, aber nicht wirklich hier mehr funktioniert. What it doesn't have was es nicht Wi-Fi hat, ist WLAN oder Bluetooth oder irgendwas sonst. So, you know, you can make things for your own market. Und man darf ja einen eigenen Markt machen. Das ist gut. Aber mir wurde gesagt, dass die 9 Zoll Version Wi-Fi hat. In order to okay, um das hier ein bisschen einfacher zu machen, habe ich ein Video, das werde ich zeigen, anstatt das auf dem wirklichen Gerät zu machen, geht es auf ein paar normale Umgang mit dem Gerät. It should work. I think sollte funktionieren. Was miserable. Okay. So it's got a cool background. Okay, es hat einen schönen Hintergrund, wie Raketen und Cyber. It has the same sort of browser thing. Es hat denselben Browser. Which again has sort of like screenshots of a bunch of the internal websites. So at least internen Webseiten, also wenn sie das Bild schon gemacht haben, waren sie auch in Pyongyang. It's sort of I think ice cream sandwich level. Das hat wahrscheinlich sowas wie Ice Cream Sandwich und einige Apps sind gut übersetzt oder inhaltlich. Wir sind Bücher von denen, ideologische Bücher, und das ist die Bücher von Kim Jong-il. Und hier kann man die einzelnen Bücher sehen. Es sind einige. So it gets better than that, right? Und so es wird that was just the different volumes. Es sind die unterschiedlichen many different Bücher, speeches. In jedem sind unterschiedliche Präsentationen, da sind die mehrseitigen Präsentationen. Also das eine ist ein Material. Für viele Sachen kann man Übersetzungen machen und Definitionen, was die Wörter bedeuten, was recht gut ist. And you can also man kann auch voice feedback. I don't think Spracherkennung machen. Ich glaube, das ist nicht wirklich gut funktioniert. Also es kann es auch wirklich vorlesen. That, which is cool. Ah, das ist cool. In addition to like sind's nicht zu this, diesen Blätteranimationen. They had a bunch of apps that gab seemed einige Apps, much more just sort of customized from spezialisiert worden sein. So there are various games. Es gibt unterschiedliche Spiele. Angry Birds gibt's. So Angry Birds does its thing. So I think it's Rio. Das war Rio. And it's got sort of a not quite the same color logo at the top. Ganz die richtige Farbe Logo. Und jemand ist hingegangen und hat die Bilder geändert. Das ist okay. Let's see what else. Okay, was noch? Noch ein paar andere interessante Settings. You plug USB into this and it doesn't do anything. Man steckt USB rein und es macht nichts. There's no debug mode. Es gibt keinen Debug-Modus. You sort of have limited settings. Limitierte Einstellungen. And so, what more do you do with this? Okay, was sonst kann man noch damit machen? Das Problem ist, dass wenn man versucht, Apps zu kriegen für das Gerät, dann geht man in einen Laden. Und dort ist die neue Apps. Es gibt die analogen Fernsehen. Es gibt 3 Stationen. Und wenn man nicht da ist, dann ist es so ein bisschen fuzzy. So, luckily, it does have a debug mode. Glücklicherweise hat es einen Debug-Modus. And so if you start up und so, wenn man es startet und die ganzen Knöpfe festhält, dann geht es in Android Recovery Modus und das ist nur leicht kaputt. Es gibt keine Shell oder sowas. Man kann Push und Pull Dateien drauf spielen. It's got a little mini SD card. Es hat eine kleine SD-Karte, die 8 GB groß ist. Irgendwie 6 oder 7 verschiedenen Partitionen, in denen man Sachen speichern kann.
And they're mounted at slash data, which die werden bei Schrägstrich Data gespeichert, gemountet sind, und Schrägstrich Data 2. Really just transfer over, which is unfortunate. So I looked at this a little bit. I was able to get some APKs geschaut, ein paar APKs geschaut, Angry Birds. Ja, ist immer noch Angry Birds, aber nur ein paar anderen Bildern. The speeches, which was the one I was sort of interested in. Die Reden, die ich ein bisschen interessiert war, ist nicht so einfach. Ich konnte nicht die Vorlesung irgendwo sehen. Ich habe das Ganze mir angeschaut und kompiliert und it's loading in another encrypted partition. Es ist eine andere verschlüsselte Partition für die. Das heißt, der war uns extra kompliziert, dass man es woanders rauskopiert. Also es ist ein Teil dieses Geräts, es soll nicht woanders funktionieren. Und das ist soweit, wie ich daran gekommen bin. Wenn irgendjemand was ausprobieren möchte, dann willkommen. So. Okay. I think that's sort of ich glaube, das waren die Sachen, die ich davon mitgenommen habe. Die machen wirklich Sachen, die in ihrem Markt funktionieren. Die haben Handys. Millionen. Telefone in Pyongyang über einigen Stellen. Und okay. Thank you very much. That was a really, really vielen Dank, das war ein sehr interessantes Gespräch. Sie waren sehr schnell. Das heißt, wir haben einige Zeit für Fragen und Antworten. Also bitte an den Mikrofonen aufstellen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Und die anderen bitte sitzen bleiben während der Fragen und Antwort. Also wenn Sie wirklich jetzt rausgehen müssen, dann bitte leise. Und die anderen bitte nicht stören. Okay, der Erste am Mikrofon 1, bitte. Ja, ich habe ein paar Fragen. Zuerst, das sind nur Männer. Was? An diesem, ja, bitte näher ans Mikrofon treten. Ja? Mikrofon okay. Mund nah ans Mikrofon. Okay, ja, natürlich. Der einzige Mann, es sind nur Männer auf diesem Bild. Tja, wenn die Schule geöffnet wurde, war die Bedingung, dass die Studenten erstmal alle Männer sind. Aber die Fakultät möchte gerne Frauen auch. Aber die Antwort war, vielleicht gibt es ein Krankenschwesterprogramm. Das ist nicht genau das, was wir gerne hätten, aber wir sind auf dem Weg dahin. Die andere Volksrepublik-Professoren sind Frauen. Aber es ist nicht einheitlich, dieser Geschlechtsunterschied. Aber es hört sich so an, wie all that much about what they learn. Die Frauen sollen nicht so viel darüber reden, was sie lernen, wenn sie im Sommer außerhalb gehen, und die waren halt nicht so gesprächig. What language? Welche Sprache? I was teaching English. I don't know Korean at all. Yeah. And how did you do with translation and stuff? Yeah. Haben Sie mit Übersetzung gearbeitet? Ja, wie hat das funktioniert? Ja, ich habe Englisch gesprochen. Ja, die in dieser Universität, wenn die Studenten ankommen, machen die ein Jahr Englisch. Und also alle hatten praktisch alle auch in der Schule vorher Englisch. Ja, und nach einem Jahr nur Englisch haben sie ja das Niveau, damit sie auch Vorlesungen besuchen können. Die nächste Frage von Mikrofon 2 und danach eine Frage vom Internet. Okay, eine Frage. Gibt es da irgendein System, Dump des Betriebssystems für Android-Phones oder des Android-Tablets? Ja, ich habe ein paar von den Partitionen. Andere kopieren nicht so mit ADB. Es ist irgendwie komisch, diese partiellen Partitionen. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Noch jetzt nicht. Okay, die Frage vom Signal Angel. Okay, ja, die erste Frage aus dem Internet. How do you actually keep up with the scene or culture with all the North Korean tech? Bleibst du mit der Kultur in Nordkorea in Kontakt? Ich war 2 Herbst da, 3 Monate erst, und ich war früher diesen Herbst 3 Wochen wieder da.
Then we will go around with the number three, please. Okay, Nummer 3 bitte. I was wondering if you have any insight on what they're using, what you're. Hast du irgendwelche Insight, was die machen, wofür die ausgebildet werden? Right. So, ja. So my basic sense, because also mein Grundwissen war, wissen Sie, dass sie haben dieses Tablet- und Phone-Ökosystem und sie brauchen jemanden, der das entwickeln will. Sie hätten gerne mehr Personen, die das können. Also viele der Studenten waren wahrscheinlich darauf destiniert, an diesen Sachen zu arbeiten, Apps. Also die ersten Studenten sind in diesem Herbst fertig geworden und einige von denen sind in diese Nachsemestervorlesung gegangen und dann am Ende arbeiten sie in diesem KCC und PCC-Labor und machen nämlich Computersachen. Microphone 4, please. Okay, Mikrofon 4, bitte. Haben Sie irgendwelche andere Schüler, eventuell außerhalb der Universität, Computer benutzen gesehen? Ja, man kann Telefone sehen, also Mobiltelefone in Pyongyang. The life that I saw was ja, im Leben, das ich gesehen habe, ist natürlich nur Pyongyang, das ist aber nicht sehr viel. Aber wir konnten den Campus verlassen zu einem bestimmten Grad. Also wir konnten normale Pyongyang-Bewohner sehen und die hatten natürlich Telefone. Aber diese Studenten waren nicht alle aus Pyongyang. Viele von denen waren natürlich von der Oberschicht, aber die kamen von überall her. Die sind nicht total Pyongyang-zentriert, aber ich habe nicht genau ein Verständnis davon, wie das genau distribuiert war. Gab es irgendwelche Laptops irgendwo in der Stadt? Laptops. You'd see them in shops, some like in Geschäften, ja, wo sie an den Terminals. Aber ich weiß nicht, ob ich in Situationen war, wo ich die viel hätte verwenden sehen sollen. Aber ich habe sie nicht sehr viel gesehen. Nichts, das mir jetzt einfällt, aber ich weiß auch nicht, was ich da hätte sehen sollen. Wir haben noch 4 Minuten. Bitte Mikrofon 1, dann 2 und dann 5 Internet. Dann haben wir noch schon mal, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, sorry, it's very okay, Entschuldigung, es ist sehr unfair, ich habe euch nicht gesehen, es ist halt schwer zu sehen von hier unten. Okay, dann ändern wir die Änderung, machen wir Mikrofon 5, dann 6, dann schauen wir mal. Haben Sie irgendwelche eigenen Geräte in die Instanz gebracht oder wurden sie irgendwie überprüft? Ja, also ich habe ein Chromebook mitgebracht, weil ich gerne ein TPM hatte, wurde nicht überprüft und ja, es war, es war okay. Diesmal hatte ich eine ganze Paket voll Raspberry Pis, die wir für Programmierprüfung gemacht haben. Die hatten keine Probleme damit. Und mit irgendwie PCBs und Kameras hatten keine Probleme damit. Tja. Ja. Mikrofon 6, please. Mikrofon 6, bitte. Danke für die Präsentation. Könnten Sie bitte ein Image des Red Star Betriebssystems ins Internet hochladen für wissenschaftliche Gründe? Ja, ich bin in der Tat, nachdem ich gefragt habe, ja, ich hatte das noch nicht erklärt. Wir konnten frei rumlatschen, aber außerhalb Campus müssten wir mit jemandem gehen, Führer, die, und ich habe einen überzeugt, damit wir zu einem Computergeschäft gehen können. Also sind wir zu einem Reseller gegangen von KCC. Also für 25 Cent habe ich eine Kopie bekommen von diesem System, aber ich wollte es nicht verteilen, weil ich der Einzige bin, der gesagt hat, dass ich es habe. Aber ich wurde kontaktiert und jemand meinte, er würde es online tun. Also solltet ihr auch bald, ich meine, ihr werdet es bald sehen. Wir haben nur noch 2 Minuten, also noch eine kurze Frage vom Mikrofon. And we will get to the internet. Yeah, for a question about the internet. Ich habe eine Frage über die Art von Netzwerk, Wissen, die Karten, die wir gesehen haben, die A, B und C Netzwerke, die in
der Netze sich ja nicht mehr verfügbar sind. Gibt es Internet-Domain-Routing bekannt und ist IPv6 erhältlich dort? I did not see any evidence of IPv6. Ich habe keinen Beweis von IPv6 gesehen, das glaube ich nicht, dass es gibt. Die hatten mich nach PGP gefragt, aber es war kein Problem. Die haben einfach Sachen getan, zum Beispiel das Canvas-Netzwerk hatte eine Proxy, wie gesagt. Als du dein Gerät an das angesteckt, du hattest kein DCP, du musstest explizit die IP-Adresse in diesem Gateway reintun und dann wurde der normale Traffic dahin geschickt. Ja, und die haben sich da einfach entschlossen, dass sie meinten, dass ja, das wäre einfach das 110/8 Address Space. Und das, ja, das überschneidet einen südkoreanischen IP-Space, aber das, ja, das ist egal. Aber sie verwenden einfach die Segmente von IPv4, die sie mögen. Kurze Frage, ich weiß, dass Sie über Technik reden und nicht über Politik. Können Sie vielleicht etwas darüber sagen? Über die Einstellung der Leute, ist das Hacker oder ähnliches, was wir haben? Oder haben wir irgendwelche Einflüsse von Freiheit, die wir haben? Ja, die Motivationen waren unterschiedlich. Ein paar von denen haben gerne Informatik gemacht und Computer. Die haben, weil sie Freizeit hatten, wurden sie zum Labor gegangen und haben Computerspiele gespielt oder irgendwas programmiert. Da waren ein paar Beweise, dass ein paar von denen waren in der Schule, weil sie wussten, dass Englisch einfach sehr interessant ist, auch wenn es nicht so wichtig ist, zu programmieren. So I guess one anecdote. Ja, also eine Anekdote wäre da. Es gab diesen DOS level operating system. Es gab eine Kopie von einem DOS OS System. Und das hat jemand geschrieben und man konnte direkt booten. Das hatte ein kompetitives Zweispieler Tetris. Und das hatte in 256 Farben und die waren extrem gut daran. Also es gibt Leute, die machen coole Sachen. Aber es ist nicht auf dem gleichen Niveau wie hier. Okay, die Zeit ist fast um. Noch eine kurze Frage vom Internet. Wenn wir noch irgendeine sehr kurze Frage von Sex ist, ich bin, das ist unfair für alles, dafür die Mikrofone anstehen, aber ja, wir haben nur so wenig Zeit. Okay, the Internet wants to know Internet will wissen, which name the .com top level domain is introduced there. Wie die .com level benutzt wird. They want to know if like .com was relabeled like what would they imperialist forbidden namespace or something. Also Pyongyang hatte das Internet, das war einfach komplett das eigene Netz. Ein eigenes DNS. Und wenn du auf dem Internet warst, hast du ein normales DNS. Deswegen gab es kein Remapping. Okay, so the last question, please. Die letzte Frage, bitte. Since they're using so old software, ja, da sie so alte Software benutzen und keinen Zugang zu Updates im Internet haben, wie haben die, arbeiten die mit Viren oder Hackern oder passiert das nicht? They keep reinstalling their operating systems. Tja, die reinstallieren einfach ihre Betriebssysteme andauernd. So. Thanks to everyone. Sorry that we are not okay, able danke für alle. Schade, dass wir nicht alle Fragen beantworten konnten, aber ich bin sicher, dass wir Will Scott nachher treffen können. Also eine große Runde Applaus für ihn. Genauso. Ja, hallo. Das